Hallöchen, ich fahre hier jetzt doch nochmal ein Wort zu den Ranglisten. Willkommen zu einer weiteren Folge DSO. Aber jetzt kommt kein Intro, sondern das wäre jetzt mega cool gewesen, aber sowas kann ich nicht. So, nämlich, ach, was macht man bei den Ranglisten? Man farmt eigentlich die ganze Zeit einfach den Shit, den man sonst auch farmt. Bekommt danach einfach irgendwelche Goodie. Quasi so ähnlich wie das Monster-Event. Boah, man sieht, man. Und hier an der Seite hat man halt die Goodies, die ich jetzt bekommen habe von dem einen Monat. Also man hat auch nur einen Monat Zeit, alles zu erfahren. Und am besten macht man von jeder Kuh einen Komplett-Run. Bei einigen kann man es ruhig auf tödlich machen, bei anderen empfehle ich es normal. Besonders Herold, Sigri, obwohl Sigri, den packe ich auch tödlich. Bei Herold noch nicht, ich finde den immer noch den schwersten, was überhaupt. Kalis packe ich auch nicht tödlich, die ist selbst auf schmerzhaft echt noch übertrieben krass. Mortis müsste ich eigentlich mittlerweile packen, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Geht man auch mega easy mit Farm, weil bis man zu denen hingerannt ist, vergeht so was von kaum was Time. Und ja, und generell, ja. Und was ich mittlerweile herausgefunden habe bei den Ranglisten ist, Chilmar hatte am ersten Tag 600 Punkte und jetzt hat er noch 520. Und ich habe mir dann einmal angeguckt, ja, was hat er denn so für Punkte? Hier kann man irgendwie so nur Mitglieder. Chillmann hatte 44.000, da bla 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 1.000, hier kaum, auch noch ein bisschen was, hier ein bisschen was. Das heißt, diese Punkte skalieren also. Weil ich hatte von diesen ganzen Punkten, die er hatte, am Ende des letzten Monats, übertrieben, überall übertrieben viel mehr. Und hatte nur 220 Punkte oder so. Muss man gleich gucken, ob ich es geschafft habe, in die Top 100 noch zu bleiben. Und jetzt gucken wir noch den zweiten Punkt an. Denn Elite-Schakal hatte am ersten Tag irgendwie 200.000 Punkte oder 300.000 Punkte. Und der Check, verstehe ich nicht. Wie kriegt man so eine hohe Punktzahl innerhalb eines Tages? Ich meine, ich brauche 3 Monate für das Dreifache der Punkte. Also quasi zehnmal so viel, wie viel der an einem Tag schafft. Und ich zock schon irgendwie in den Ferien so 10 Stunden am Tag. Und ne, 8 Stunden, ja. Aber auch nicht jeden Tag. Okay, sagen wir durchschnittlich so 6 Stunden am Tag. Wenn man das jetzt verdoppeln würde, wären es in 5 Tagen 400.000. Aber trotzdem, er hat es in einem Tag geschafft, irgendwie 200.000 zu ballern. Das heißt, 800.000 in 4 Tagen. Wie? Also, ist doch impossible. Also ich verstehe nicht, wie der Typ das geschafft hat, in so kurzer Zeit so viele Punkte zu erfahren. Generell auch ein paar andere. Wenn man sich anguckt, das sind halt auch nicht nur Boss-Runs, sondern das ist halt einfach nur das Farmen. Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, weil das verstehe ich halt nicht. Wie kriegt man so viele Punkte in so kurzer Zeit? Ja, was ich jetzt hier so mache. Ich war so ein bisschen gut dran mit 1 und überreden, aktuelles Thema. Das versuche ich mir jetzt demnächst so öfters zu bringen. Solange ich ein Thema habe, wo man echt wunderbar überreden kann. Zwar über das Thema jetzt nicht so besonders gut und ich muss auch unbedingt 10 Minuten länger haben, weil sonst kann ich keine Werbung schalten. Haha, schalte eh keine Werbung. Weil. Wozu auch? Dafür bringt YouTube zu wenig.
anstatt ich dann dafür mich bewege. Ne, weil sobald ich denke, dass ich damit Geld verdiene. Oh, ach, zweites Thema, perfekt. Warum ich immer noch keine YouTube schalte oder kein Geld mit YouTube verdiene? Der Grund ist halt einfach. Wenn ich dann damit Geld verdiene, wird's mehr oder weniger kein Hobby mehr. Nicht wirklich. Und solange ich denke, dass ich damit kein Geld verdiene, kann ich einfach sagen, ja, jetzt mache ich ein Video. Und jetzt nicht. Und ich mache mal eine 3 Monate Pause. Und sonst so. Würde ich damit Geld verdienen, würde ich mich wahrscheinlich irgendwie zwingen, irgendwas zu machen. So wie es mit dem Tagebuch dabei war. Obwohl ich noch, wie heißt es, echt Spaß daran hatte, das Tagebuch zu machen. Auch wenn ein paar Folgen, also die eine oder andere mich auch echt genervt hat, die zu machen. Aber jetzt, wenn das Tagebuch wegfällt, wird man ja se sehen, wie sehr, wie krass viel Spaß ich dann wohl habe an gewissen Punkten. Ich habe einige Folgen, wo ich nur aus Zwang sind, die Woche, das ein Video in der Woche voll zu bekommen. Und nicht. Also wenn dann mal so 3 Wochen Pause sind, sieht man so, er hatte jetzt keine Lust oder kein Einfall oder sonst was. Und ich hoffe einfach mal auch ein Appell an die Community. Schreibt bitte jetzt mal Kommentare über Themen, über irgendwas, womit man labern kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, Drakensang, was farmst du so Tolles? Der schnellste Weg, einen Mann zu farmen. Warum mag ich kein PvP? Was stört mich zurzeit am Spiel? So was. Jetzt müsste ich mir eigentlich das Video nochmal angucken und die Sachen nochmal aufschreiben und die dann in den nächsten Videos erstmal bearbeiten. Obwohl, hier habe ich wahrscheinlich auch oft genug gelabert. Also irgendwas, auch von mir auch keine Ahnung. Was ist deine Meinung zur Käsebratwurst? Als irgendwas und dann schreibe ich Q3 Map 1 Stories ins Thumbnail. Und dann labere ich, während ich Q3 Map 1 spiele, irgendein Müll. Und es könnte echt Bock machen. Ich denke mir so, es könnte man. Ich will jetzt nichts Großartiges ankündigen, aber so ein Video ist ja auch relativ schnell gemacht. Und ich könnte mir dann durchaus vorstellen, dass das sogar dann täglich kommen könnte. Ihr hört ein bisschen Gelaber von mir, was ihr dann meistens eh ins Hintergrund packt, während ihr selber farmt. So mache ich das mittlerweile mit so gut wie allen Videos. Und ab und zu kommt vielleicht dann so ein Moment, wo ich ein bisschen rumbrülle oder ein bisschen lauter werde, weil ich eventuell gestorben oder ein cooles Item gedroppt ist. Ey, und dann passt das, ey. Ist doch ein tolles Format. Dann startet das 2017 ja noch echt super. Und meine Stimme haut so langsam ab. Also sollte ich den gleich so langsam mal die Folge beenden. Also mache ich jetzt hier die Dinger noch auf. Und dann verabschiede ich mich schon. Also habe hier 200 bekommen. Ah, das war der Login-Bonus. Ah, ich war also in den Top 100. Ich habe nämlich die 2500 bekommen. Wenn ich da hier jetzt drauf drücke, bekomme ich das jetzt oder nicht? Ich glaube, ich habe das jetzt weggeworfen, aber ich nehme jetzt einfach auch alle anderen an. Man sieht, man bekommt Brillen, fragt mein Ton Gold. Oh, sogar hier 150 Gold. Kann ich die nächsten Tage wieder schön Fracks fahren mit den Brillen. Cool. Sehe ich, 29 Tage habe ich noch Zeit, um wieder die ganzen Punkte zu bekommen. Ich würde mal sagen, das war's für dieses Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.